Danke. Handballfreunde, meine Damen und Herren, nochmals herzlich willkommen hier in der Victor's Lounge. Heutiges Heimspiel am 20. Spieltag Hagisalö gegen den TV Hochdorf. Der hat der Stand ganz eng 15-14 für die HG und dann der Endstand, wie gesehen, 30-24. Die HGS behält die weiße Heimspielweste an. Das freut uns sehr und an dieser Stelle darf ich Ihnen vorstellen, den Trainer vom TV Hochdorf, der Pfalz-Biber, das ist Steffen Drausnick. Herzlich willkommen. Und auf Seiten unserer AG natürlich, wie immer, Philipp Kessler. Ja, erstes Heimspiel 2020, fragen wir auch gleich die beiden Trainer, wie sie heute das Spiel gesehen haben, wie ihre Analyse ist und fangen an mit Steffen Drausnick. Ja, erstmal Gratulation Philipp zum Sieg. Ich denke, letztlich war es verdient. War ein klarer Sieg. Meiner Meinung nach ist er ein paar Tore zu hoch ausgefallen. Wir konnten in der ersten Halbzeit, denke ich, das Spiel offen gestalten, sehr offen gestalten. Ich denke, ihr wart ein bisschen überrascht von der 5-1-Deckung. Vielleicht habt ihr was Defensives erwartet. Ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt, konnten damit auch ein bisschen den Druck rausnehmen, war ein flottes Spiel. Zweite Halbzeit hätten wir dann nach 10 Minuten nochmal auf 19-19, glaube ich, rangehen können. Hat nicht geklappt und dann begann eigentlich unsere Zeit der katastrophalen technischen Fehler. Wir haben in der zweiten Halbzeit 8 technische Fehler gehabt. Dann kriegen wir natürlich bestraft durch direkte Gegenstöße, laufen nicht zurück. Dazu kommen 3-4 Abpraller, wo meine Mannschaft zuguckt, wie die cleveren, ausgepufften Spieler aus St. Louis den Ball bekommen und dann auch einnetzen. Insofern war es schade. Wir hätten mit Sicherheit das Spiel gerne weiter offen gestalten können, aber deine Mannschaft, Philipp, war letztlich das Quäntchen cleverer und somit auch letztlich der verdiente Sieger. Vielen Dank. Steffen Drausnick, der Trainer vom TV Hochdorf. Philipp, Glückwunsch zum Heimsieg, zum ersten in diesem neuen Jahr. Wie ist heute dein Fazit? Ja, erstmal schönen guten Abend und danke, Steffen, an deine Analyse. Zunächst bin ich natürlich froh, dass wir einen weiteren Heimsieg hier in der Saison einfahren konnten. Wir sind also immer noch die Mannschaft in der Liga, die ungeschlagen ist zu Hause und dort noch kein Spiel verloren hat. Zum Spiel war es so, dass wir uns natürlich viel vorgenommen hatten, gerade nach der letzten Woche. Man hat aber auch gemerkt, dass irgendwo so die gewisse Sicherheit und Leichtigkeit gefehlt hat. Als ich das Tableau gesehen habe, dann auch mit wem Hochdorf aufläuft vor dem Spiel und dann war klar, dass 2-3 Endblock-Spieler nicht dabei sein werden. Von daher haben wir uns auch schon vor dem Spiel über die 5-1 unterhalten, bei dem wir erwartet haben, dass sie kommt. Und ich glaube, so vom Angriffsspiel, wenn man sich das anschaut, lief der Ball bei uns sehr flüssig. Das heißt, wir hatten viele gute Aktionen, also deutlich flüssiger als sonst. Wir hatten 5 technische Fehler. Auch in der ersten Hälfte war es nur so, die Chancenverwertung war natürlich nicht das, was wir uns so vorgestellt haben, aber das sind die individuellen Qualitäten, die Hochdorf reingebracht hat. Die haben einen überragenden Peribonio hinten im Tor. Wir haben heute 30 Tore gemacht und hatten 54 Würfe. Das heißt 24 Fehlwürfe in der Summe. Ja, da waren einige Hände dran, manche waren auch neben dem Tor. Also ich glaube, da sieht man schon, dass wir für uns ein Spiel gemacht haben mit relativ viel Tempo, weil 54 Würfe aufs Tor ist nicht unser Schnitt. Normalerweise sind wir so bei 40, Mitte 40. Und haben dann gesehen, dass natürlich auch die Hochdorfer bravourös gekämpft haben, haben uns gerade in der ersten Halbzeit Probleme gemacht mit dem Einläufer, mit Gernot von außen. Und so, dass es ein ausgeglichenes Spiel war. In der zweiten Halbzeit war aber auch klar von uns, dass wir noch eine Schippe draufpacken wollen und noch eine Schippe drauflegen werden. Das haben wir auch dann gemacht und ich glaube, der Schlüssel lag in der Abwehrarbeit in der zweiten Halbzeit, die war deutlich besser. Wir haben nur 10 Gegentore kassiert und dann war es klar, dass auch bei Hochdorf die Kräfte schwinden werden und wir noch das ein oder andere Tor mit Sicherheit machen. Wenngleich ich natürlich gerne auch hier mit 10 Toren gewonnen hätte, was möglich ist, wenn wir unsere Chancen reingemacht hätten. Einige von denen, aber man muss sich auch damit zufrieden geben, gerade mit der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Wir hatten auch für uns Verhältnisse wenig technische Fehler, ganz klar, insgesamt 5. Und darauf lässt sich aufbauen. Jetzt haben wir nächste Woche
wieder ein Heimspiel, da geht die gleiche Devise, die zwei Punkte müssen hier bleiben und dann schauen wir von Spiel zu Spiel. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Philipp. Und wie er schon erwähnt hat, die Steigerung in der Abwehr der zweiten Halbzeit aber auch zu erwähnen. Unsere 12. Tor, Pat Schulz, heute auch mit einer überragenden Leistung. So, und dann war heute auch das Highlight, Lars Walz hat heute sein erstes Heimspiel wieder gemacht. Das hat uns sehr gefreut. Und dann kommen wir auch gleich zu den Topscorern heute. Auf Seiten der AG die 14 Peter Walz mit 9 Treffern. Und auf Seiten von Hochdorf waren es Niklas Schwänzer und Tim Götz mit jeweils 6 Treffern. Wie Philipp schon erwähnt hat, geht es natürlich nächste Woche schon wieder weiter hier in der Stadtgartenhalle. Zweites Saar-Pfalz-Derby gegen die TSG Hasloch. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und dem Gästetrainer alles Gute und kommt gut nach Hause. Danke.